Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Meisenknödel bei euch zu Hause machen könnt. Ihr braucht Vogelfutter für Wildvögel, das bekommt ihr zurzeit in fast jedem Supermarkt, gehärtetes Pflanzenfett und Haferflocken. Eine genaue Mengenangabe gibt es hier jetzt nicht, das könnt ihr ganz nach euren Wünschen abändern. Außerdem braucht ihr noch eine Silikonform, damit ihr die Meisenknödel auch formen könnt, Naturkordel oder eine andere Schnur, an der die Vögel nicht mit ihren Krallen hängen bleiben können und einen Schaschlikspieß aus Metall. Als erstes wird das Pflanzenfett in der Mikrowelle oder über einem warmen Wasserbad geschmolzen. Anschließend wird alles miteinander verrührt. Da es hier ja keine genaue Mengenangabe gibt, noch ein kleiner Tipp. Das Vogelfutter sollte zwar nicht im Fett schwimmen, aber großzügig damit benetzt werden, damit die Meisenknödel später nicht zerbrechen. Und dann kann die Masse auch schon in der Form verteilt werden. So muss das Ganze für ein paar Stunden im Kühlschrank oder bei sehr kaltem Wetter auch draußen aushärten. Wenn es soweit ist, können die Meisenknödel aus der Form gelöst werden. Jetzt fehlt nur noch das Loch für das Band zum Aufhängen. Und genau dazu brauchen wir den Schaschlikspieß aus Metall. Ihr haltet ihn in kochendes Wasser, damit er warm wird, und piekst den Meisenknödel damit durch. Wenn im Vogelfutter große Kerne enthalten sind, ist das etwas schwieriger. Dann könnt ihr zum Beispiel auch einen dünnen Handbohrer nehmen oder ihr wickelt die Schnur um die Meisenknödel herum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln. Falls ihr das hier mal nachbastelt, könnt ihr mir eure Bilder sehr gern auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Krümelplanet schicken. Über eure wunderschönen Bilder freue ich mich immer riesig.